Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PowerPoint. Ich bin irgendwie runtergesprungen, ich weiß nicht wie, ich habe gerade einfach nur die Aufnahme gestartet und plötzlich war ich unten. Cool, ne? Shit. Muss ein bisschen besser aufpassen. Verzieh dich! Scheiß Arena! Gott. Gib her den Scheiß. Gib her den Scheiß. Ich sehe euch, kleinen Viecher. Gucken, ob alles mit der Aufnahme in Ordnung ist. Ja. Da ist der kleine freche Rotzbengel. Das hört sich nicht so gut an. Oh! Alles ist gut, Zero, alles ist gut. Konzentration und Fokus! Hier habe ich gehört von der Seite. Oh. Shit, das ist das Riesenviech. Noch mehr. Bitte nicht. Ich hab genug. War das doch nicht gemeint, dass ihr scheiße seid? Ihr seid gut. Na, der nicht. Nicht mit mir, du Bengel! Nicht mit mir! So, wie sieht's mit der Kamera aus? Alles in Ordnung. Was ist das jetzt? Natürlich nicht. Scheiße, es lebt noch. Weg mit dem Mann! Es ist noch nicht vorbei, ich dreh durch. Netz.
Alles ist gut, Leute. Wie hast du das denn überlebt? Erstmal wieder richtig rum hindrehen. Wir haben hier was. Die Pilgrim? Verdammt. Was? Moment. Wir haben wohl ein Problem. Ich muss genauer nachsehen. Ich kapier's nicht. Es ist definitiv einer der Pilgrim Booster. Also wo bitte ist der Rest der Station? Laut der Berechnungen zu Tempo und Flugbahn müsste sie genau hier sein. Also was ist mit ihr passiert? Ich habe eine Theorie. Was, wenn sie weitergehüpft ist? Wie ein Stein? Dann wäre die endgültige Aufschlagsstelle, tja, vielleicht 15, 16 Klicks weiter? Ich berechne das mal. Reichen dir die Rationen so lang? Ja, das passt. Ich habe die Wohneinheit geflutet. Der Druck hält sich. Es ist eigentlich recht gemütlich hier. Okay. Wir bleiben aber nicht hier. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Grant? Grant, ich habe einen kleinen Notfall hier. Was ist los? Ich fürchte, ich werde langsam verrückt. Vor Langeweile. Du weißt schon, dass das hier die faszinierendste wissenschaftliche Gelegenheit der menschlichen Geschichte ist. Ja, ich weiß. Aber ich wünschte trotzdem, wir hätten Radioempfang in diesen Helmen. Ich brauche jetzt echt Partymucke. Der einzige Sender, den du hier draußen kriegst, bin ich und meine Singstimme. Sagen wir einfach, die meisten ziehen Langeweile der Folter vor. Du weißt, dass du jetzt für mich singen musst, oder? Ich warne dich. Ich kenne nur Texte von Delamitri-Songs. Delamitri? Herausforderung angenommen. Ich liebe nämlich Delamitri. Tust du nicht. Tu ich. Niemand liebt Delamitri. Ich schon. Ich schon und niemand im ganzen Universum weiß das außer dir. Ich weiß nicht. Ein Ehemann sollte sowas wissen, oder? Bist du da? Ja, ich bin hier. Hey, schau mal in den Sternenhimmel. Wie unglaublich. Noch nie hat jemand das Universum von dieser Position aus gesehen. Ist das nicht verrückt? Ziemlich verrückt. Du, wir könnten uns hier auch einrichten und einen Stützpunkt aufbauen. Wie sehen die Rationen aus? Leider scheint eine Menge davon verdorben zu sein. Eine große Menge. 90% vielleicht. Sollte die Pilgrim Nachlieferungen bekommen? Ich weiß nicht. Sie sind verdorben? Ja, aber der Honig ist noch gut. Also kommen wir klar. Okay. So, wie wäre es, wenn du jetzt schnell für mich singst, Delamitris größte Hits? Oh, jetzt bist du dran, meine Liebe. Look around your world, pretty baby, is it every... Alle sind verdorben. War das ein Zeitriss? Kann das sein? Wo bin ich? Was zum... Zur holographischen Datenrettung bitte alle Fragmente lokalisieren und scannen. Okay, jetzt ist es offiziell. Es gibt andere Überlebende. Jemand hat versucht, hiermit ein Funksignal zu verstärken. Ein Signal für uns, denke ich. Vielleicht sollte ich warten, falls sie zurückkommen. Ich weiß nicht. Sieht ziemlich mitgenommen aus. Könnte verlassen sein. Jetzt schon? Ja. Okay. Na, dann benutze ich es für mein Signal.
Vielleicht erreichen wir sie so. Je später man in diesen Riss gezogen würde... Dr. Tyson, Dr. Moon, ich habe Ihren Funkverstärker. Hören Sie mich jetzt? Oh, verdammt. Also kann ich meine Position auch ermitteln. Also, wir sind ja kurze Zeit nach Ihnen in diesen Riss. Die Frage ist nur, wie viel Zeit ist seitdem vergangen? Ich meine, sagen wir mal, ein Teil von der Raumstation ist zuerst rein und die sind dann hinterher. Es waren, keine Ahnung, 30 Sekunden. Und es könnten 30 Jahre gewesen sein. Müssen wir gucken. Bin ich auf dem Vulkan, ja. Beste Idee aller Zeiten, ey. Lass uns den Vulkan erklimmen. Vielleicht war das nicht der Vulkan, vielleicht war das die... Wie hieß das Ding? Autumn? Ich glaube, das war Halo. Auf jeden Fall das Raumschiff. Vielleicht ist das Raumschiff einfach nur auf den Berg geknallt und deswegen... Vielleicht ist das überhaupt kein Vulkan. Shit. Oh je, macht euch auf einen Kampf bereit, Freunde. Das ist die Kamera? Ja. Das heißt, ich muss in die Richtung gucken. Happy Birthday! Den habe ich gehört. Da sollte schon mal ein bisschen leiser sein, um mich zu erwischen. So leicht mache ich euch das nicht. Jetzt kann ich euch sagen, ich laufe auf den Kabel rum, das ist uncool. Da ist die Wand. Das heißt... Okay. Nein. Hab ich ihn getötet? Nein, habe ich nicht. Er hat sich nur selbst beschützt. Okay, Ziel erfassen. Aus dem Weg, ihr Bengels. Okay, er schützt sich selber. Einfach nur in seinen Mund. Einfach nur in seinen Mund. Munition gespart. Da ist noch einer. Oh nein. Okay, der beschützt sich. Aber sobald er aufmacht. Also ich muss sagen, wenn man nur ein Auge auf hat, kann man viel besser zielen. Geil. Einfach geil. Hab ich doch noch die ganze Scheiße abbekommen. Okay. Wir haben zwei von den fetten Viechern platt gemacht, ohne, dass wir Raketen oder Granaten benutzen mussten. Ich glaube, ich brauche für dieses Spiel eine Augenklappe. Ist viel leichter, mit einem Auge zu spielen. Ich meine, dafür macht man ja auch ein Auge zu beim Schießen, ne? Lustig, hier ist mein rechtes Auge, hier ist mein linkes Auge. Das ist echt cool gemacht, echt cool gemacht. Und so ist es genau mit dir. Na gut, wir sind durchgekommen. Dann laufen wir mal weiter.
Ich marschiere. Nur leider, irgendwo ist ihr Ende. Ich weiß jetzt nicht wo. Ah, okay, ich verstehe. Will ich in der nächsten Folge fixen, dass ich wieder laufen kann. Wow. Das war das. Ich verstehe. Ich verstehe, Freunde. Dann laufen wir weiter. Ich weiß, ich reite. Oh Gott. Okay, war ein Stein. Sicherheit geht vor, Freunde. Sicherheit geht vor. Komme ich aus diesem Komplex raus? Was zur Hölle ist das? Ich glaube, Mama Spinne ist nicht so erfreut, dass ich ihre Kinder getötet habe. Liegt da irgendwas drauf? Munitionsmäßig? Nein. Da ist noch eine Mama-Spinne. Na, warte. Du kommst mir nicht, meine Liebe. Was hast du gerade gekotzt? Ich hoffe, das waren keine kleinen Spinnen. Leide! Okay, Vorsicht walten lassen. Ich weiß nicht, was mich hier erwartet, ey. Alles mir ein bisschen zu eng. Viel zu eng. Da war noch was. Weg mit dir! Okay, da kommen sie nicht durch. Perfekte Schutzwand. Ah, haut ab mal. Haut mal ab hier. Ihr habt hier gar nichts verloren, ihr kleinen Fischer. Ich finde es hier nett, dass sie extra voreinlaufen und einen nicht von der Seite erschrecken. Immer schön ins Mull. Dann kriegen die richtig aufs Maul. Ich habe also doch unendlich Munition, nur muss sie immer wieder nachladen. Ich verstehe. Oh.
Eine Granate. Keine Raketen? Keine Raketen? Ach du Scheiße. Ich bin voll im Arsch. Ich hab gar nichts. Ich hab gar nichts. Gut, Freunde, und mit diesen Aussichten würde ich sagen, sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Währenddessen ich mit meinem Schatten abdance. Haut rein, euer Zero, tschüss.